Janek, der Schnee ist hier fast knietief. Oh, eigentlich tiefer. Oh. Oh, Alter, was ist das denn für eine Verwehung? Verwandt. Alter. Noch auf den letzten Metern. Meine Güte, jetzt habe ich Schnee im Schuh. Was für ein Abenteuer. Klein, aber oho. Die letzten Meter der ersten Hälfte. Ich will nämlich zur Stuhlalm. Die ist noch versteckt hinter dem Hügel links. Alter, ist das eine Ochserei hier. Puh. Guckt euch das an. Ob es da besser geht. Oh ja, hier ist weniger. Da ist die Stuhlalm. Und da sind irgendwelche anderen Hütten. Die hat natürlich noch nicht auf, ist klar. Aber ich werde hier erstmal Pause machen. Irgendwo in dem Tiefschnee, wenn ich da durchkomme. Oh, da muss ich durch. So, da bin ich. Und trocken ist es auch noch. Herrlich. Ach, geschafft. Hammer. Ach cool, hier gibt es Getränke. Da drin wahrscheinlich. Es ist nicht verschlossen. Mal gucken, ob welche drinnen sind. Radler. Hatte ich mal jetzt Bock zu, aber ich habe Tee und Essen. Sau cool. Selbst im Winter. Machen wir alles schön zu. Zack. Und hier gibt es eine Spendenkasse. Super. Vielen Dank, Stuhlalm. Ich brauche das zwar nicht, aber danke trotzdem. Meine Socken sind komplett nass, weil da Schnee reingekommen ist in die Schuhe. Ich hätte gerne jetzt Ersatzsocken. Das nächste Mal muss ich mir merken. Ich habe voll Glück. Es ist jetzt Sonne, so ein bisschen zumindest. Mmh. Mmh, lecker Stulle. Bei dieser Aussicht. Herrlich. Und meine Füße sind doch nicht so kalt, weil es jetzt Sonne gibt. Aber naja, Wechselsocken wären besser gewesen. Oh, ist das geil. Ist das geil. Mmh. Herrlich. Ich genieße das volle Kanne. Tee. Mmh. Boah, richtig heiß, das tut gut. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Es ist jetzt 13.52 Uhr und ich finde dieses kleine Abenteuer richtig geil. Es muss ja nicht immer so ein Riesenabenteuer sein. Nordpol, Amazonas, Australien oder so. So kleine Abenteuer sind ja auch ganz nett vor der Haustür. Und vor allem, man weiß ja nie, was für kleine Überraschungen wieder unterwegs sind. Diesmal habe ich ja die Gänsen gesehen. Genial. Zwar nur ganz kurz, aber ich war total unvorbereitet. Aber immerhin. Total cool. Hier sind nur meine Spuren und die von irgendwelchen Tieren. Rehe, Gämsen, Hasen. Vielleicht ein Fuchs. Und so weiter.
ist sie wieder. Und sie guckt mich an. Geil. Ist das Hammer. Der guckt mich immer noch an. Das ist bestimmt dasselbe Tier, das ich vorhin gesehen habe. Hammer. Geil, oder? Okay, dann lasse ich die Gemse in Ruhe und gehe wieder. Ist das geil? Ist das geil? Ist das ein Abenteuer, Mann? Als ich hier gegangen bin, war hier gar nichts. Zumindest nichts Frisches. Wahnsinn. Boah, hier gibt's noch mehr. Da sind sie verschwunden. Die Stimmung heute ist Hammer. Hier fällt ständig Schnee von den Bäumen runter. Überall so kleine Lawinen von den Bäumen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht erschlagen werde. Manchmal kracht hier schon was Größeres runter. Survival. Ah, da. Cool, ne? Drossel-Sound. So, Freunde des gepflegten Abenteuers. Ich bin schon fast an unserer Hütte. Hier ist der blaue Wahnsinn. Ich habe fast 5 Stunden gebraucht für die ganze Tour. Und da oben war ich. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall überraschend für mich, die Gemsen zu sehen. Genial. Ich bin schon an unserer Hütte. Ich bin wieder da. Aha, und sie schläft. Oh. Oh. Nein. Ja, mal dahin. Märchen. Ja, die tut so, als ob sie aufgeregt wäre. Ach ja? Aber schau dir diese weggeklappten Ohren an. Du hast geschlafen, ach, gell? Ja? Wir haben beide geschlafen, aber ich habe jetzt gerade ein Geräusch gehört. Also, dann viel Spaß noch. Ciao.